Vielleicht später. Wenn Flint nur hier wäre, er hätte das bestimmt hinbekommen. Mei, ich muss aufhören, an ihn zu denken. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich kann Jill Baba nicht kontaktieren. Ja, mach nochmal die Schriftrolle mit dem Spiegel, damit uns mal Papa Doc erklärt, was da... Das funktioniert nicht. Sorry. Oder auf Papa Doc angewendet, ich weiß nicht. Kannst du es also einfach mal das nochmal hören. Was? Eine obsessive aztiklanische Dämonin traf Old Roger auf einer Unterweltkonferenz und verliebte sich in ihn. Old Roger ist der Lord der Unterwelt. Ja, ja, das wusste ich schon. Sie verabredeten sich eine Weile, bis es ihm zu bunt wurde und er Schluss machen wollte. Sack. Jill Barber war ziemlich hartnäckig. Oh, jetzt wiederholte das alles hier. Ja. Oh, das ist doch völlig unwichtig. Also fing sie sein Haustier, einen Hasen, und kochte ihn. Also baute Roger Scarlet Rock, wo du dich gerade befindest. Ich dachte, wir bekommen jetzt Hinweise, was wir jetzt machen müssen. Also, ich auch. Ja, aber Jill Barber ihn niemals finden. Jetzt erzählt die ganze Geschichte nochmal. Schmeckt Hase eigentlich anders als Kaninchen? Na ja, alle Frauen sind irgendwie verrückt. Das ist eine gute Frage. So ein Gourmet bin ich nicht, dass ich das weiß. Kannst du Jill Barber für mich? Vielleicht minimal sind ja trotzdem zwei unterschiedliche. Warum sollte eine Dämonin? Oder sind doch zwei unterschiedliche Tiere eigentlich? Ja. Oder ist das ein Synonym? Nee, ist schon unterschiedlich. Nee, wahrscheinlich ist größer. Ja, dann wird das wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, kommt halt drauf an, ne? Also, was jetzt intensiver schmeckt und was nicht. Ich meine, so ein Kaninchen. So ein freilebendes Kaninchen schmeckt vielleicht etwas wilder als so ein Hase. Ich kann Jill Baba nicht kontaktieren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, vor allem haben wir noch diesen Wassereimer da. Da müssen wir auch noch irgendwas mitmachen. Vielleicht da irgendwie die Asche reinkippen. Gibt keinen Sinn, aber... Oh, lost! Alles verloren! Ach, halt die Klappe. Magst du ihn etwa nicht? Verstehe ich nicht. Asche auf Fahrt entflößendes Fass. Ich hole es. Was, ich hole es? Hartu Steuerbord! Das sollte genug Asche sein. Jetzt wartest du, bis es sich in eine Lauge verwandelt. Warum muss es in eine Lauge verwandeln? Wie lange? 72 Stunden. Blue, die Welt geht unter. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Kannst du es zum Kochen bringen? Dann geht es schneller. In der Hölle brennt doch ständig ein Feuer. Ruder besetzen! Ja, da weißt du ja Bescheid. Dann mach mal, ja. Der Dings ist weg, der. Seehunde. Ja. Ich halte mich lieber an das Rezept. Blue hat was von Asche und Regenwasser gesagt. Ja, hast du doch gemacht schon. Also. Vielleicht nochmal die zwei Sachen verbinden miteinander. Also, jetzt das Schwert mit dem. Feuerstein ist ja weg, stimmt ja. Aber Hitze-Lauge-Plan? Oh, lost! Alles verloren! Aber warum ist es jetzt ich weg? Ich hab jetzt auch kein der Dingsstein ist auch weg. Der? My man. Der Feuerstein. Oh. Aber scheinbar scheint ja Hitze-Dingsplan. Das heißt sozusagen, da das wird die dann schon verwenden. So. Also, es gibt halt keinen Sinn jetzt. Jetzt sagen sie ja von wegen, ja, du brauchst jetzt, du musst das jetzt irgendwie anzünden. Irgendwo brennt hier ein Feuer. Hä? Mach mal eine Kerze nehmen. Das ist ja auch Quatsch, du hast ja schon welche. Ah, es ist. Es tut mir auch leid, dass er so demotiviert klingt gerade. Aber Feuer ist immer praktisch. Ein bisschen aber demotiviert bin ich. Das muss ich nochmal überdenken. Ja, mach's mal mit dem Inventar, Spiegel. Zwei Sachen. Nicht schon wieder. Ei, ich werde hier noch bekloppt. Mit der Kreide muss ja auch noch was machen. Vielleicht die Kreide Nein, in den Topf werfen. Aber ein guter Ansatz. War da nicht was? Ich gehe da nochmal hin und benutze mal die Kreide da mit dem. Ich meine, wie gesagt, die labert ja die ganze Zeit irgendwas, was nicht mit der Rätsel, weißt du, was nicht mit der Rätselreihenfolge zu tun hat. Kann ja sein, dass es das erstmal gemacht fest werden muss. My man! Meine Männer! Oh! Das muss ich noch mal überdenken. Hartu Steuerbord! Da ist nichts drin, außer glitschigen Eingeweiden. Warte mal, hat er nicht gesagt, diese komischen Drachenköpfe brennen? Hat er nicht irgendwas davon Richtet gesagt, oder? Anker, der linke da? Kann das sein, dass er irgendwie brennt?
einer von zwei furchtbaren Drachenköpfen mit süßen rosa Schnauzen. Ruder besetzen! Aber halt mal die Katze rein. Das oder muss so. Ich nochmal überdenken. Kannst du die Katze reinhalten? Nein, aber ein guter Ansatz. Hätte ja sein können, sorry. Drachenkopf, ne? Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Ja, der Spruch war halt total irritierend. Weil es eben kein guter Ansatz ist, offensichtlich, wenn man falsch ist, weißt du? Hast du meinen Dolch? Ja, ich lasse ihn gerade reinigen. Ja, siehste. Bye, bye. Da kann ich dich helfen. Ja. Ach, Mann. Losmachen! Ja, ich habe keinen Plan, Floppy. Also jetzt, ich bin jetzt gerade wirklich absolut ratlos. Oh, also. Lost! Alles verloren! Ja, die passen nicht zusammen. Auf die echte Truhe vielleicht anwenden, auf das echte Fass anwenden. Also außerhalb vom Inventar. Dass das funktionieren würde. Sorry, sinnlos. Hartu Steuerbord! Wenn Flint nur hier wäre, er hätte das bestimmt. Ja, ist gut. Mei, ich muss aufhören, an ihn zu denken. Alle auf ihre Post! Kannst du einfach mal im Inventar den Feuerplan auf Papa Doc anwenden? Vielleicht hat der noch irgendeinen Tipp oder so. Also. Kannst du die Reaktion beschleunigen? Vielleicht hilft dir dieser Hitzespruch. Du bist mein Held. Ja, so viel dazu. Sprich mir nach. Del Fuego Petaluma Emphysema. Orthodontist, Miley Cyrus, Enchiladas. Es kocht, es hat funktioniert. Ich hab dir das Rezept gegeben. Wie auch immer. Habe ich jetzt alles? Wir müssen das Abenteuer zu Ende bringen. Vorsicht, misch es mit Tierfett und du bekommst eine seifige Paste. Okay, wo soll ich jetzt bitte Tierfett herbekommen? Miley Cyrus. Haben die irgendwie so das Kapitel von irgendwelchen... Kann das sein, dass vielleicht hier die Lukas-Arzt-Mitarbeiter dran gearbeitet haben, an letzten Kapitel? Das ist wirklich so, weil wir können nicht mehr hier Lukas-Arzt machen, wir zu Ende. Ja, ist okay. Wir haben gerade eh nichts anderes zu tun. Also so wirkt irgendwie so, als ob hier gerade richtig Monkey Island 4-Vibes irgendwie stattfinden, findest du nicht? Alter Falter, der Miley Cyrus-Witz. Ja, das... Und Enchiladas, also so Sachen, die scharf oder heiß sind. Ne, also schön, auch wieder schön so popkulturelle Anspielungen, die bestimmt in 20, 30 Jahren noch richtig gut zünden werden, ne? Aber das Spiel ist von 2009. Bis wann war Miley Cyrus Hannah Montana? War die da schon Miley Cyrus auf dem... War das schon Wrecking Ball Miley Cyrus oder war das noch Hannah Montana? Ich weiß nicht, ob das schon Miley Cyrus war, die sich an einen überdimensionalen Teddybären getwerkt hat. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist ja die Frage, Tierfett. Ich meine, der Stein wird ja nicht Tierfett sein, aber ist vielleicht dieser... Was im Inventar? Hast du doch eine Kerze. Können Kerzen aus Tierfett sein? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Eigentlich schon. Ja? Du kannst ja auch aus Walfett und so Kerzen machen. Okay, jetzt wusste ich nicht. Also ich dachte, na gut. Dann haben wir da Tierfett, also rein mit der Kerze. Was hält uns auf? Oh, können wir den mal ausstellen? Können wir den einfach als über den Kopf braten? Der geht mir auf die Nerven. Kerzen mit einem sehr starken Geruch. Na ja, siehst du, dann wirf da rein. Alle Segel! Halbkerzen. Hergestellt aus fetten Kühen. Ein weiteres mögliches Geschenk für die kühne Kate. Dead Joe. Ja. Hier habt ihr eure blöde Sache. Schön, ne? Losmachen! Das sieht nicht schön aus, was da gerade rauskam. Ach, großartig. Und jetzt wir haben das alles gemacht. Wohlgemerkt, nur um Seife herzustellen. Damit wir den Spiegel reinigen können. Aber was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich meine, wir haben das aus dem Loch gepresst und haben ein perfektes Stück Kernseife jetzt in der Hand. Ne? Ist ja auch lustig, ne? Aber schön, dass wir jetzt wissen, wie Seifenherstellung geht. Das ist... Trotzdem brauchen wir jetzt Wasser. Ich meine, nur mit einem Seifenblock daran rubbeln bringt ja auch nicht viel eigentlich. Viele, ne? Also, mussten den Teufel bezahlen. Dann rubbel mal. Floppy. Der müsste mal sauber gemacht werden. Aber womit? Mit einem Seife. Stück Seife, was du gerade in der Hand hast. Der müsste mal sauber gemacht werden. Aber womit? Hast du irgendwie einen Schlaganfall oder so? Was ist jetzt hier los? Also
Musst du vielleicht den Eimer nochmal mit aufnehmen, wieder vom Deck da, also. Das ist auch ein toller Spruch, ne? Seife, Seife, was ist Seife? So ungefähr, ne? Beim Spind von Davy Jones. Artu Steuerbord! Das muss nicht geputzt werden. Das muss nicht geputzt werden. Alle auf ihre Posten! Der müsste mal sauber gemacht werden. Aber womit? Ey, mit der Seife! Das wäre lustig. Hat aber keinen Sinn. Ruder besetzt! Sag mal, wollen die uns jetzt verarschen? Also, nimm diesen fucking Eimer so ungefähr, Jane, ne? Füll mit Regenwasser, Seife rein und schon kannst du sauber... Ich versteh's nicht. Also wirklich, Floppy, ich versteh's nicht. Das ist... Kannst du einfach die Seife unter den Wasserfall halten? Das muss nicht geputzt werden. Vielleicht so, keine Ahnung. Also, ergibt doch keinen Sinn, weil wenn man sagt, was machst du dann? Ja, du schäumst ein bisschen Hände ein, das war's, aber... Das muss nicht geputzt werden. Das muss nicht geputzt werden. Oder schmeiß einfach ins Wasser rein. Das muss nicht geputzt werden. Kann das sein? Ich habe echt Angst, dass es hier eventuell irgendeinen Bug gibt, durch den wir nicht mehr weiterkommen. Na, soll ich mal schauen, oder? Also ich kann mal gerne nachgucken, wenn du Angst hast, ja. Macht es jetzt? Naja, ja, das sieht auch komisch aus gerade. Aber womit? Ja, hier gibt's Bugs. Soll ich mal schauen, oder? Ja, mach mal grad. Es kommt mir halt wirklich komisch vor. Das ist für mich jetzt voll logisch, dass man den Eimer dann nimmt, ne? Also. Wenn Flint nur hier wäre, er hätte das bestimmt hinbekommen. Mei, ich muss aufhören, an ihn zu denken. Das ist wertlos. Haltet durch, Jungs. Ich rette euch. Das wäre lustig. Hat aber keinen Sinn. Na. Das muss nicht geputzt werden. Das muss nicht geputzt werden. Was ist das denn jetzt hier? Das ist eine uralte Seite hier. Warte mal, ist doch irgendwie... Der müsste mal sauber gemacht werden. Aber womit? Ach was, Möwenschiss. Ich finde gerade keine gute... Ah, jetzt hier. Okay. Nein, aber es war eine interessante Idee. Was der Puhn, okay. La, turn to... Add the candle to the barrel and you will finally get soap. Return to the grotto and use the soap on the mirror. Ja, müsste halt funktionieren. Steht jetzt zumindest. Back, der müsste mal sauber gemacht werden. Aber womit? Das Schlimme ist, du hörst ja auch so... Hör mal genau hin, du hörst so ein Geräusch, das auch immer kommt, wenn du ein Rätsel gelöst hast. So ein Plingeling. Hör mal hin. Der müsste mal sauber gemacht werden. Ja. Aber womit? Du hast recht. Der müsste mal sauber gemacht werden. Aber womit? Ich speichere mal. Push a large statue and write. Talk to like the chunk in the black rock is wrong on the puncture. Ja, return to the ship, place the bowl under. Da haben wir alles gemacht. Add the cork to. Los, the ashes. Machen! Oh, los! Wie bin ich nochmal an diesen Job gekommen? Ich glaube, das ist ein Bug, ey, ganz ehrlich, also. Ich guck mal Ola. Tatsächlich in ein anderes Let's Play rein. Von ihm können wir auch nichts mehr machen. Und mit ihm können wir auch nichts mehr reden. Das Schiff sitzt fest! My man! Meine Männer! Oh! Hartu Steuerbord! Playlist, ja, hier, ich möchte mal deine Playlist hier. Aber ich guck mal jetzt bei anderen YouTuber rein. Mach das mal. Weil das ist jetzt.
Der müsste mal sauber gemacht werden. Aber womit? Der ist gerade. Guck, hast du es gerade gesehen? Wie sie einfach so ohne die G-Animation durch den Raum geschwebt ist? Ja, weil das ist wirklich einfach ein Bug. Also ich. Der müsste mal sauber gemacht werden. Aber womit? Der müsste mal sauber gemacht werden. Aber womit? Der müsste mal sauber gemacht werden. Aber womit? So, jetzt ist der jetzt auch genau an der Stelle, wo wir gerade sind. Genau, der holt sich jetzt da die Seife raus. So, der hat auch den Eimer nicht im Inventar. Du musst einfach, das ist so dumm, du musst im Inventar die Seife auf den Spiegel ziehen und nicht draußen. Dann funktioniert geht's. Auch nicht. Der müsste mal dann sauber gemacht werden. Dann geh mal zurück zum Schiff, der hat zum Schiff ausgemacht. Tatsächlich. Also geh nochmal zum Schiff und mach das dann mal da. Hatte ich eben auch schon probiert, sagte dasselbe. Wirklich? Hm. Wir probieren es nochmal aus. Vielleicht haben wir Glück. Aber es scheint, dass wir gerade hier. Ja, dann ist es ein Bug, definitiv. Alle auf ihre Posten! Der müsste mal sauber gemacht werden. Ja, da ist es ein Bug. Da muss es ein Bug sein. Der müsste mal sauber gemacht werden. Aber womit? Wir haben jetzt alles gemacht, was er jetzt auch gemacht hat. Wir haben die Seife hergestellt. Der hat auch keinen Eimer im Inventar. Du musst es schon selber herausfinden. Und der zieht dann wirklich die Seife auf den Spiegel. Ich weiß nicht genau, was. Ja, obwohl, warte mal, nee, halt. Der hat noch was anderes im Inventar. Der hat noch so ein Stück Stoff irgendwie im Inventar. Wo hat denn der das her? Sputet euch! Verteilen! Kannst du mal gucken, ob du irgendwas von der Bettdecke abreißen kannst oder so? Ich guck mal. Weil der hat jetzt noch ein Stück Stoff und das habe ich jetzt gar nicht gesehen im Inventar gehabt. Vielleicht irgendwie mit dem Dolch hier irgendwie. Wenn Flint nur hier wäre, er hätte das bestimmt hinbekommen. Mei, ich muss aufhören, an ihn zu denken. Geh mal das Bett entlang, einfach nur mal, um das anzugucken, ob es da irgendwo ein Fetzen gibt oder. Bettlaken. Schade. Ich verstehe es ja nicht mal, weil wir haben, weißt du, Baumwolle die sagte. Aus Aztiklan, aus 1000 Fäden. Die verwende ich später. Oh. So, und jetzt versuch's nochmal. Jetzt mal normal Seife mit Spiegel. Ist das alles. Oh, ey, das regt mich gerade echt auf, weißt du, das und vor allem ist es so ein Pixel-Hunting. Theos, sehe ich alt aus. Jana, vor allem, weil du hast dieses Bett, also ich sag mal so, endlich, wie es ist. Der Spiegel ist sauber. Ich sagte doch, das Putzen Frauensache. Oh, es war so klar, dass du ein Witz kommt, manchmal echt nerven. Du warst die richtige Person für den Job. Danke. Also, was muss ich sagen, um die Teufelsbraut zu beschwören? Hast du die Kreide? Darf ich kurz was sagen? Ich mag Papa Doc echt nicht. Ich finde ihn so zum Kotzen. Wirklich, hey, du bist eine Frau, putz mal. Nee, ich finde, der Humor ist echt furchtbar. Das ist aber so. Dicken Witze und Witze gegen Frauen. Ja. Na dann. Takosochi, Sehichi, Takategodol, Chibaba. Miley Cyrus. Warum hast du mich gerufen, Sterbliche? Ich bin eine sehr beschäftigte Halbgöttin, also fass dich kurz, bevor ich dich töte und deine Seele verschlinge. Ich habe einen Vorschlag für euch, eure Hoheit. Einen Vorschlag, der etwas mit dem alten Roger zu tun hat. Kisloka, Teahuanika, Chikwalich. Natürlich, wie die gewackelt haben. Herrscher der Unterwelt. Für eine so junge, hübsche und überaus sinnliche Dame wie dich tun. Oh, Prinz der Unterwelt. Ich flehe dich an, Kapitän Redrump und seine Crew von dem Fluch zu befreien. Bitte übergib den fliegenden Engländer an die Piratin Jane Starling. Aber keine Tricks. Das Schiff muss überall hinfliegen dürfen, auch außerhalb dieser Grotte. Wahrhaftig frei. Ich werde deine Wünsche nur erfüllen, wenn du deine Seele dafür opferst. Und bis in alle Ewigkeit meine Konkubine sein wirst.
Ich tue alles, um Captain Flynn zu retten. Also einverstanden. Wo soll ich unterzeichnen? Wow, ernsthaft jetzt? Stell ihn auf Jane Starling aus. J-A-N-E. Meine Güte, du bist ja ganz genau, wenn es um Verträge geht. Du würdest einen guten Rechtsanwalt abgeben. Und ich kenne viele davon. Lass uns nun in mein Reich verschwinden. Das wird eine interessante Ewigkeit. Da bin ich mir sicher. Hä? Was? Was? Ich, warte, das sehe ich aber die Unterschrift. Du hättest es vorher lesen sollen, Roger Darling. Du hast schon immer einfach Sachen unterzeichnet, ohne sie vorher zu lesen. Ich habe ihren Körper besessen und mit meinem Namen unterschrieben. Chill Baba, Königin der Toten. Es war nicht ihr Name, es war nur ihre Hand. Jetzt sind wir bis in alle Ewigkeit miteinander verbunden. Nein! Lass mich dir danken für dieses äußerst großzügige Geschenk. Damit soll alles vergeben sein. Unsere hochverehrte Captain Jane Starling wird nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Warum habe ich nur das komische Gefühl, dass ich dies hier bald bereuen werde? Warum? Habt ihr das gehört, Leute? Sie fragt, warum. Weil du deinem Alter weit voraus bist, Mädchen. Sehr weit voraus. Ich gab die Anweisung, mich in Ruhe zu lassen, kapiert? Verstehst du das nicht? Ich hätte sofort verstanden. Starling! Was zur Hölle machst du hier? Oh, ich sollte dich auf der Stelle umbringen. Greenbeard hat das alles eingefädelt. Er sagte mir, dass Flint dich für mich verlassen will und dass Flint mich sofort in seinem Quartier treffen will, ohne Umwege. Genau. Und ich bin die Königin von Sheba und natürlich hat er ihn auch gezwungen, dich zu küssen, ha? Nein, es war eine Falle. Simbi und Greenbeard haben ihn nach Wuju Island gelockt und uns mit einem Zauber belegt. Simbi will Flint töten und Greenbeard auf den Piratenthron heben. Das ist alles eine Falle. Das schwöre ich beim Grab meiner Eltern. Ich glaube dir kein Wort. Beweis es, du lüsterne Dirne. Los! Lügst du, reiß ich dich in Stücke und danach verfüttere ich dich an die Fische. Ist das klar? Aufhören! Aufhören! Ich glaub dir, Jane! Hör auf! Okay, Captain Starling, ich glaube dir. Aber was sollen wir jetzt tun? Können du und deine Crew mit eurem Schiff die Blockade deines Vaters umgehen? Ich hintergehe meinen Vater, seit ich 14 war. Was denkst du denn? Wir sind schon fast zu spät. Die Falle hat bereits zugeschnappt. Simbi hat die Kapitäne verhext und hält ihre Crew im Tempel gefangen. Das habe ich befürchtet. Simbi wird schon um Mitternacht alle Kapitäne und Flint zum Schlund des Schädels führen. Mama Malidais Gefängnis. Warum dorthin? Was hat denn die Insel damit zu tun? Ganz Wuju Island ist ein Gefängnis und ich bin der Wärter, kann man sagen. Ein Gefängnis? Für wen eigentlich? Ein Gefängnis für Baron Ogu, den Loa des Todes, ein zerstörerischer Geist, der so böse ist, dass alle guten Loas ihre Kräfte vereinen mussten, um ihn tief in diesem Vulkan festhalten zu können. Seit vielen Jahrhunderten wählen die guten Loa stets den mächtigsten Priester von uns allen aus, der dann als Wächter der Insel dient. 10 Jahre, nachdem ich mit Flint segelte, wurde ich Mama Malidais Lehrling. Zu dieser Zeit war sie die Wächterin der Insel. Es war eine große Ehre. Ich dachte, ich könnte viel von Malidai lernen. Aber was ich damals nicht wusste, war, dass Mama Malidai nicht hier war, um das Gefängnis von Baron Ogu zu bewachen, sondern um einen Weg zu finden, wie sie ihn befreien und seine Kräfte nutzen kann. Wie wollte sie das denn machen? Ich dachte, alle Wuju-Lu-Oas hätten diesen Baron Ogu verbannt. Sie fand heraus, dass das Gefängnis nur Unsterbliche beherbergen konnte.
Also beschloss sie, Baron Ogu zum Teil sterblich zu machen, damit er frei sein konnte. Aber Malidai brauchte meine Hilfe bei dem Ritual, in dem sie ihre Seelen vereinen wollte. Dadurch sollte Baron Ogu zum Teil sterblich und sie selbst zum Teil unsterblich werden. Als ich von ihren wahren Absichten erfuhr, weigerte ich mich. Wir kämpften. Ich konnte gerade noch entkommen und flüchtete von der Insel zur Festung von Flint. Ohne meine Hilfe brauchte Mama Malidai zu lange für den Zauber. Wir kamen genau in dem Moment an, als Baron Ogu aus dem Gefängnis aufsteigen wollte. Ich rief die Wuju-Loas zur Hilfe, aber sie waren zu schwach und zu ängstlich. Ich fing an, laut zu beten, zu einer Freundin, mit der ich schon vorher in Verbindung getreten war. Zu meinem Erstaunen hörte sie mein Flehen und half uns bei der Verteidigung. Zusammen haben wir es geschafft, Mama Malidai in einen magischen Sarkophag zu stecken, der nun versiegelt und vergraben tief im Inneren des Berges liegt. Und so wurde auch Ogu wieder in sein Gefängnis verbannt. Ich bin verwirrt. Wie habt ihr das gemacht? Damit der Sarkophag versiegelt blieb, mussten Flint und alle Mitglieder seiner Crew einen Tropfen ihres Bluts auf 13 heilige Kerzen fallen lassen, die den Sarkophag umgaben und ihn am Ende versiegelten. Die Magie jeder Kerze nahm jedem von ihnen ein Jahr ihres Lebens. Wenn man das Blut von Flints Crew auf die Kerzen tropfen lassen musste... Du hast recht, mein Freund. Sehr aufmerksam von dir. Das würde sowohl Malidai als auch Ogu zur selben Zeit befreien, da sie miteinander verbunden sind. Ich weiß jetzt auch, warum Simbi mich geheiratet hat. Sie wollte wissen, wie sie ihre Mutter befreien kann. Ja, ihre Mutter. Greenbeard muss Simbi geholfen haben. Sie haben Flint und seine Kapitäne auf die Insel gebracht, um Ogu und Malidai freizulassen. Heute Nacht. Also wollen Greenbeard und Mama Malidai mit diesem Ogu-Monster als Schusshündchen das gesamte äserbinische Gebiet übernehmen? Und mehr, ja. Wenn ihnen das gelingt, wird die Welt nie mehr so sein, wie sie vorher war, Jane. Dieser Wuju-Kram ist zu viel für mich. Ich will einfach nur wissen, wo Flint ist. Jetzt! Nein, ich werde Flint und die anderen retten. Jane und du, ihr geht zum Tempel. Nehmt eure Männer und befreit die Crew, die von Greenbeard und Simbis Zombies gefangen gehalten werden. Simbis Zombies? Wie lustig! Naja, irgendwie. Während die anderen sich um Greenbeard kümmern, musst du zu Queen Simbis geheimen Schrein gehen und alle Flaschen zerstören, in denen sie die Seelen der Zombies aufbewahrt. Dadurch können sie wieder ihre menschliche Gestalt annehmen. Los geht's! Wir haben nur eine Stunde bis Mitternacht. Verdammt, ich komme nicht durch. Ich kenne diese Zombies noch von früher. Es wird hart, sie töten zu müssen. Fürchtet nicht den Tod. Ich mach kurz Pause, dann kannst du sagen, was du gerade denkst. Ich weiß nicht, was ich denke. Mein Gehirn platzt. Es ist halt wirklich... Also erstmal mag ich das generell nicht, wenn du so Exposition-Dumping hast, wo so ist wie, ja, wir erklären jetzt mal innerhalb von einer Minute die komplette Story von allem. Und dann, ich verstehe gar nichts, es wird ja wirklich, die ganzen Namen wurden jetzt irgendwie zusammengeschmissen, der ist mit dem verwandt und da ist die Mutter und hier und, nein, also, tatsächlich finde ich, es ist gerade, tut mir leid, ich mag Bill Tiller, aber das ist echt schlecht geschrieben. Vor allem ist es zu viel, es ist so richtig überambitioniert. So. Ich weiß gar nicht mal, in welche Richtung das ja eigentlich gehen soll. So. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß gerade gar nicht, ob das wirklich daran liegt, dass so viel rausgeschnitten wurde aus dem Spiel. Aber auch, ich glaube echt, dass einfach viel zu viel drin ist. Auch wenn das Spiel ungeschnitten wäre, ungekürzt. Ja. Da ist einfach viel zu viel und viel zu viel verschachtelt. Und da sind viel zu viele Charaktere und auch Charakternamen, die im Spiel nie vorkommen, die dich einfach nur verwirren. Richtig. Ja, vor allem, dass das explodiert am Ende so, weißt du? Ich meine, das erste Kapitel so relativ ruhig alles, weißt du, das zweite auch. Und dann beim letzten, wie gesagt, war das alles völlig verwirrend. Und jetzt kumuliert das in diesem Finale, ja. Wo ich einfach keine Ahnung habe, was da überhaupt abgeht, ja. Ich weiß gar nicht. Ach, ich weiß es nicht. Ich muss irgendwie ganz kurz aus dem Stream raus, irgendwie hakt das gerade ein bisschen, warte mal. Ich würde aber auch vorschlagen, dass wir uns den finalen Kapitel dann beim nächsten Mal stellen. Ja, vielleicht könnt ihr, weißt du was, Saphira, du kriegst jetzt mal noch eine Bildungsaufgabe.
Erklär uns, was hier eigentlich abgeht. Wirklich. Passt das so zusammen, dass wir es verstehen? Du bist viel weiser. Du hast auch direkt verstanden, dass Captain Flint eine Anspielung an die Schatzinsel ist. Vielleicht hast du ja auch die Handlung verstanden. Ja, vielleicht sind wir einfach nicht würdig, diese Handlung entziffern zu können. Das kann auch sein. Wir sind unwürdig. Genau. Ah, schön. Ja, aber wir auf jeden Fall beim nächsten Mal mit Motivation ziehen wir das Finale durch, ne? Und ich sag mal so, wie es ist halt jetzt wirklich. Ich find's faszinierend, wie sehr das Spiel eigentlich zusammengebrochen ist, weil ich habe am Anfang wirklich Spaß gehabt an dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann man sagen, das beste Adventure, was ich jemals gespielt habe, aber es war für das, was es sein wollte, ganz solide. So, weißt du, es war ein unterhaltsames Unterfangen. So, die erste Hälfte war wirklich gut. Und jetzt ist irgendwie so. Aber dann ist halt wirklich halt so. Pures Chaos. Ja. Also ich sag mal so, wie es ist, ich würde immer noch sagen, dass Monkey Island schlimmer ist, wohlgemerkt, ja, an dieser Stelle. Ja, also das ist halt. Aber ja, so viel mehr, ich weiß nicht, also es ist schon ziemlich runtergerutscht so von meiner Bewertung, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm, ja. Leider. Naja, gut. Ich würde aber sagen, also gefühlt würde ich sagen, das geht maximal noch, wenn wir uns dumm anstellen, eine Stunde. Ich glaube auch. Kommt noch Finale, das ist jetzt wirklich, das wirkt wie ein Finale. Das Finale ist eh meist kürzer als alle anderen Kapitel. Ja. Das ist wahr. Ich muss sagen, also eigentlich würde ich gerne jetzt mal, wo wir das jetzt gespielt haben oder fast am Ende sind, echt mal wissen, was Bill Tiller eigentlich zu diesem Werk sagt. So. Ob er jetzt wirklich sagt, okay, das ist meine Vision gewesen oder da ist halt viel, sag ich mal, kann ja wirklich sein, dass da eigentlich eine richtig gute Geschichte dahinter steckt und einfach viel zu wenig Zeit war und die wirklich richtig wichtige, vitale Sachen daraus cutten mussten, die wirklich zum Verständnis der Story beitrugen. Kann ja sein, dass das, was wir am Ende hatten, dass das eigentlich auf das Spiel verteilt werden sollte, aber aus Zeitgründen haben die da einfach eine Zwischensequenz rausgemacht, die völlig verwirrend ist, weißt du? Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie eine Rückblende fehlt oder dass irgendwie das Spiel fängt irgendwie nicht in Kapitel 1 an, wenn du weißt, wie ich meine. Ja. Ja, sicher. Also, es fehlt halt auch einfach nur so ein bisschen der Zusammenhang bei manchen Figuren, so dieser Greenbeard zum Beispiel. Der Captain Flint, die sehen wir einmal oder so vielleicht, weißt du? Und dann, aber die spielen halt immer wieder irgendwie eine Rolle. Und das ist halt so, erklärt mir, wer diese Menschen sind. Erklärt mir, was die Ambitionen da sind. So. Wer ist die kühne Kate? Ja, wer ist die kühne Kate? So genau. Und ich möchte nicht erst irgendwie im dritten Kapitel erfahren, naja, da gab es ein Liebesdreieck und Greenbeard hat das und das vor. Und es wirkt Greenbeard, halt wirklich. Greenbeard, Grimjaw, bla, blub, blub. So viele Namen, so viele Charaktere, die nur eine Sekunde vorkommen. Ja. Also ich weiß nicht, also da müsste man echt mal nachgucken. Zweite Aufgabe an dich, Saphira, was sagt Bill Tiller dazu? Ne? Ich meine, ist das eine Vision gewesen oder wurde da viel gecuttet? Weißt du, komm, wir gehen dir mal ein paar Aufgaben. Wir bewerten es dann am Ende auch, gibt es dann auch eine Note darauf. Nein, das nicht, aber... aber vielleicht, also das würde... Ich werde das selbst auch mal nachgucken, wenn mich das echt mal interessiert, ja. Okay, dann würde ich noch... Willst du noch sonst irgendwas loswerden? Irgendwas sagen? Ich glaube, ich muss erstmal verarbeiten. Also eine Nacht drüber schlafen und dann mich fragen, was ich eigentlich gemacht habe. Also. Okay, dann verarbeiten wir das jetzt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Einschalten, Like dalassen, abonnieren. Mich und den Doc, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Yes. Und. Ich sage jetzt mal den Standardsatz. Abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr kein neues Video verpasst. Oh, das fühlt sich so schäbig an, wenn du diesen Standardsatz sagst. Süßer die Glocken, die klingen, ja. Genau. Ja, ja. Und dann schlaft schön und denkt an wabernde Büsten. Natürlich. Aber das war auch so, ich habe das gelesen, habe mich verlesen, war so Brüste. Ja. Und dann hat das Spiel tatsächlich noch diesen Brüstewitz aufgegriffen. Ja, okay, genug davon. Aber ein Satz dazu noch, aber ganz ehrlich, der Humor ist ja wirklich der beste, ne? Und auch sehr vorhersehbar. Ich wusste, ganz ehrlich, wir wussten beide, wo Jane dann mit einem Wassereimer und ein Stück Seife rumgelaufen ist, dass da irgendwann ein schlechter Frauenwitz kommt, oder? Ja, das wussten wir von Anfang an. Also. Dafür bist du doch da. Du bist immerhin eine Frau. Frauen sind nur zum Putzen gut und zum Verführen. Ja, furchtbar. Also,
Papa Doc ist ey, wirklich so einer der unsympathischsten Charaktere, die ich jemals in einem Adventure-Spiel gespielt habe. Also ja. Auf den kann ich echt verzichten. Den muss ich nicht nochmal in meinem Leben sehen, ganz ehrlich. Ja. Okay. Dann alles klar. Tschö. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.